Hey, willkommen Leute zu meinem neuen Let's Play. Let's Play Halo. Ja, der Ken ist das wieder mal da und hat ein neues Let's Play mitgebracht. Und es ist auch jetzt eines meiner Lieblingsspiele. Zwar nicht unbedingt der erste Teil, den habe ich aber auch schon mal gespielt, aber nicht bis zum Schluss. Aber Halo ist generell ein geiles Spiel. Reach wird ja auch bald rauskommen, das werde ich mir auch direkt kaufen und durchzocken. Ja, und wir zocken jetzt erstmal Halo 1. Machen normal. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe es ja nicht auf einfach gemacht. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Zwischensequenz an. Die erste Zwischensequenz. Ich finde, die Zwischensequenzen kann man bei dem Spiel lassen. Auch wenn das Let's Play länger wird, die sind's wert. Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Ah, das war ein blinder Sprung. Und sie sind... Vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Also für alle, die Halo gar nicht kennen, die Tussi, die da als Rede ist, so eine künstliche Intelligenz. Wie sieht das also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Gleich gibt's einen Angriff von der Allianz. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alles Aliens. Alle. Grunts. Roots. Und Cortana. Schakale. Hm? Das ist die Cortana. Empfangen wir sie recht. Also das nicht. Das ist habe schon angefangen. Komische Kerl, das ist Cortana. Schön, aber die sieht im ersten Teil noch voll scheiße aus. Im dritten Teil sieht schon viel besser aus. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Und fahren schon Scorpions. Pelikane fliegen da. Fahren Warthogs. Ja. Es geht richtig ab. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Unsere Aufgabe ist es, zu Ende zu führen, was die Flieger begonnen haben. Wir verlassen das Schiff und greifen die Allianz am Boden an. Wenn wir auf Feindtruppen treffen, reißen wir ihre Köpfe ab und spielen mit ihnen Fußball. Genau. Habe ich recht, Marines? Sir, yes, sir. Klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle! Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Der läuft da ganz gechillt und die anderen rennen um ihr Leben. Alle Greenhorns, die die Allianz von Nahen sehen wollen? Heute ist euer Glückstag! Wow! Gut. Tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Ja, und das sind wir. Ein Spark. Fertig. Der Master Chief. Wir haben so eine Rüstung an, die ist halt übelst stark. Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. Hier sind wir in unserer Kapsel noch drin. Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Ja, ich würde gerne mal aufstehen. Chief, bitte sehen Sie sich ein wenig um. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Hab mich umgesehen. Hab mich umgesehen. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Unser Leben, beziehungsweise unser Schild auch.
was wir noch mal bekommen werden. Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Jetzt verlassen wir das Teil. Ich habe Ihnen die Dosis Aufwachmittel gegeben. Vertreten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Ach, was will ich mir die Beine hier vertreten? Ey, ist doch langweilig. Auf das rote Feld stellen. Was? Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um ihre Zielsensoren schief, aber wir haben wenig Zeit. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Was? Auf welchen Scheinwerfer? Auf die. Okay, das sieht gut aus. Ja. Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal die Lichter anzuvisieren. Oh, das ist doch schön. Ist es so besser oder soll ich zurückschalten? Versuchen Sie nochmal nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? Lass es okay, so. Ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Umgekehrt, das Dingsen ist sau für den Arsch. Ja, von mir aus. Wir können jetzt den Energieschild testen. Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. Unser erster Kontrollpunkt ist abgeschlossen, Leute. Begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Wir folgen dem kleinen Kerl hier mal. Zur Abwehr von Eindringlingen. Auf, lauf! Auflauf! Auf die gelbe Fläche stellen. Es dauert nur einen Moment. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Sehr schön. Jetzt haben wir auch Schilde. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Ey, die haben mein Schild weggemacht, die Penner. Aber Gott sei Dank laden die es auch wieder auf. Aufladung normal. Alle Anzeigen auf grün. Vulkan Krio 2, hier Captain Keys. Schicken Sie den Master Chief sofort hier raus. Captain Keys! Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung Krio 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Oh Gott! Sie versuchen durch die Tür zu kommen! Sicherheit! Eindringlinge in Krio 2! Nein! Bitte! Sam! Das sind... Los, wir müssen raus! Oh, das sind auch noch Dings. Das sind auch Dings. Hier dann! Oh, wie heißen die nochmal? Eliten. Jetzt hab ich's. Ich glaube, der ist gestorben, Leute. Ja, wo müssen wir lang? Alarm an alle. Delta-Truppen auf den Backbord-Decks 4, 7 und 12. Baker-Team angreifen. Oh, ist auch schon gestorben. Hilfe! Auf was kann ich mich ducken? Auf C? Nö. Helfen Sie mir! Ja, wie denn? Würde ich ja gerne. Ach so. Das ist genauso wie bei COD gewesen. Sichert die Sprengtüren! Los! Los! Also die haben es jetzt geschlossen. Dahinter waren Eliten. Ich hab's ja eben gesehen. Und wir gehen jetzt mal weiter, weil unsere Leute werden jetzt eh erstmal sterben, leider. Ah! Los! Rückzug! Ich bin dabei. Ich hab schon gedacht, ich müsste jetzt ohne Waffen gegen den kämpfen, ey. Kontakt. Sir, der Captain braucht Sie dringend auf der Lass mich doch natürlich. Ja, der sagt zu mir, der Captain braucht mich dringend, ey. Bleib mir vom Hals. Auf geht's, Chief! Achtung, Allianz-Truppen auf Backbord-Decks 3 und 9, Alpha-Team, feindliche Truppen an... Na, der führt mich, glaube ich, jetzt ein bisschen. Ja, Kontrollpunkt. Captain? Oder du bist gerade der Captain. Captain? Captain das Keith. Bin ich.
Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nein. Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Ja, verrührend. Ist klar, Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Na, normal. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung, die Erde. Ich verstehe. Ich verstehe nicht. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Ich bin so bereit wie noch nie. Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie nicht auf komische Ideen. Na, genau. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Jetzt kann ich meine Maus bewegen. Pillar of Autumn. Yeah. Ich weiß doch nicht, wie es hier rausgeht. Aber wir werden es gleich merken, Leute. Ja, Kontrollpunkt hier, wie geil, oh. Ja, wie geil, ich hab eine Waffe. Headshot, bitch. Das waren Grunts. Die verlieren blaues Blut. Wir haben jetzt 38 Schuss mit unserer geilen Pistole. Jawohl, Entspannstunde. Wir brauchen Chief, tun Sie Ihr Bestes. Das war ein Elite. Oha, wie viel das hier abgeht, ey. Oh Mann, ich werde mal stehen bleiben. Der hat mich auch Schilde, genauso wie wir. Das ist ein bisschen heftig, aber ich würde gerne mal wissen, wie wir schlagen. Ich probiere ein paar Tasten aus. Keine Granaten. Vielleicht da. Oh Mann. Oh, was verpisst er sich denn, ey? Komm her! Was mit E laden Sie nach? Mit Tabulator wechseln Sie die Waffen? Halten Sie E gedrückt, wenn Sie Waffen finden, können wir Waffen tauschen. Okay. Wie schlägt man? Oder kann man beim ersten Edelteil gar nicht schlagen? Ja, ich bin mal sicher, dass man da schlagen kann. Ah, mit F, sehr gut. Die Taste muss ich mir merken, ey. Die werde ich noch öfters benutzen müssen. Sehr gut gemacht. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Nein. Nichts getroffen. Ach du Scheiße, das geht nie ab, ey. Diese dreckigen Penner wollen einfach meine Leute umbringen. Und meine Leute aus dem letzten Tag. Ach du Scheiße, ich bin gleich im Arsch. Ah. Kopf runter, wir sind zu zweit hier drin, klar? Oh, mir doch egal.